Jo. Willkommen zurück zu Daisy, Folge 60 hier. Folge 60 zu Daisy, 19 Uhr natürlich, heute nicht einfach nur Daisy. Am Sonntag, Alter, was bringst du denn alles mit? Alles klar, ja, ich sag doch, hier sind doch ein paar Zombies. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in das Haus hier, oder? Würde ich auch sagen. Da ist bestimmt keiner drin. Oh mein Gott, es laggt. Mach zu, die Scheiße. Na klar. Okay. Ja, wir sind hier auf dem neuen Server. Oh, wer liegt hier denn, Bro? Hier wahrscheinlich wer liegt hier. Bin das ich? Nee. Das bin nicht ich. Natürlich er ist durch Zombies. Hä? Er ist durch Zombies gestorben, ja. Ja, ja. Ja, kleines Update hier vielleicht. Wir waren vorhin schon mal hier und sind dem ein oder anderen Player begegnet. Zum Beispiel ihm, der hier liegt. Und man muss sagen, wir wollten ja eigentlich starten. Nice, ist aber natürlich ja geil einfach nur. Eine Minute Content, direkt der Server down. Ich würde sagen, Bro, kleiner Cut an der Stelle. Nice, perfekt. Jo, Leute, nach einem... Wahrscheinlich, Leute, kleines Update hier. Kleines wir sind Update. Nach dem Server Restart jetzt wieder hier am Start. Und man muss davor eigentlich, man muss dazu sagen, davor hat der Typ, der da lag, uns beide gemessert. Ja. Mit so einer richtig üblen Messer-Kombo, wo du nichts machen kannst. Ja. Da ist nämlich noch mein Sledgehammer. Ich habe auf den eingeprügelt mit dem Hammer. Das hat ihn halt null gejuckt. Dann zieht er sein Mini-Baby-Messer und messert mich einfach. Richtig kranker Typ gewesen. Ja, mit so einem Messer halt, ne? Ja. Weiß nicht, ein richtiger Attentäter eigentlich, der Typ. Ja. Richtig krass. Profi-Killer. Also Vermutung, Server ist ein bisschen laggy und deshalb eher irgendwie krass im Vorteil. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist mir noch nie passiert. Aber normal ist das safe nicht. Also. Weil der konnte mich halt wirklich 20 Mal boxen und der konnte ich einmal ausholen und es hat ihn nicht gejuckt. Wahrscheinlich geboxt. Abgestochen. Ja. Danach mal direkt der Server-Restart an der Stelle. Natürlich, das Karma auf unserer Seite. Wir wollen Hauptsache für euch perfekten Content machen und werden unterbrochen. Andauernd, aber gut. Ja. Das sind wir nach 60 Folgen natürlich auch ein bisschen gewohnt und überrascht uns nicht mehr, denn... Denn das Game ist ja auch in der 1.01 erst und befindet sich ja noch in Entwicklung. Da ist noch einiges möglich und offen. Wahrscheinlich hat das Game Schuld, wenn der Typ ein Assi ist, oder? Stimmt, das stimmt gar nicht, ja? Das Server hat meistens, ja, obwohl, das Server kann meistens auch nicht. Obwohl, ja. Immer schwierig zu sagen, ne? Sehr schwierig zu sagen, Bro, ja. Naja, wir suchen vielleicht ein paar nettere Genossen hier in Elektro, denn Elektro, das wissen wir alle, ist natürlich die Stadt, wo sich die Friendly People gerne zusammentreffen. Wahrscheinlich zusammentreffen, um... Um halt gemeinsam auch zu überleben auch, ne? Richtig. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich Survival. Überleben, oder? Wahrscheinlich Survival Game, oder? Wahrscheinlich Smoked Regen. Samuel, oder? Wahrscheinlich. Ja, es gibt hier super lustige... so ein Killfeed, den man auch nicht ausstellen kann an der Stelle. Nice gemacht. Oh, hier die ersten Leichenteile. Ah, und ich glaube nicht, dass die alt sind, muss ich sagen. Da hinten sind noch mehr Leichenteile. Yo, hello? What's up? Hello, buddy. Can you speak, man? Wahrscheinlich, can you speak, man? Ne? Ja, wahrscheinlich antwortet der, oder? Also ist jetzt gerade ein bisschen suspekt hier, muss ich sagen. Ach, by the way, es gibt auch kurze Hosen, Leute. Ich habe so richtig sexy kurze Hose hier am Start, man. Ja, gab's da früher auch schon, war nicht. Nein, kurze Jeanshosen, ne. Achso, ne, das stimmt. Das gibt's nur hier. Es gibt auch so verschiedene T-Shirts mit, weiß ich nicht, Superman und Kappa und Schieß mich tot. Ja, das sind wir auch im Server, weil wir das total hip und lustig finden. Ja, ist zwar nicht so mein Geschmack, aber wir gucken mal, was der Server so zu bieten hat. Ja, an der Police jetzt erstmal gerade nicht so viel, deshalb würde ich sagen, Bro, wollte ich gerade einen Gang vorlesen, aber da sind natürlich jetzt wieder Fenster vor unserer Liste und deshalb würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut und dann geht's gleich weiter, oder? Würde ich auch sagen, dementsprechend nice, perfekt. Yo, hey, hello, what's up? This is no bueno. Wo bist du, Bro? Ich bin Richtung Feuerwehr. Okay. What's wrong with you? Who's the bad guy here? Ich seh dich. We all are bad. Sind die friendly? We're playing all right. With you, right? Alright. Was geschieht da? Ich weiß es nicht. Das Ding ist so ein bisschen, ich kann nur einmal schießen. Hey. Wer bist du jetzt von denen? Ich bin der mit der Waffe in der Hand. Mit dem Helm? Ja. Warum greifst du dich an? Einfach so, kannst du den killen? Stay. Hey, stop, man! Stay. Stop, bitch! Stop it, please. Nein. Why? What's wrong with you? Nein! Nein! Hey. Warum bist du so dumm, Mann? Was soll das? Was ist, komm mal was her, ist das hier sind noch mehr. Vollidiot. Also. Yo, hey, what's up, guys? Die messen sich gegenseitig. Spielt doch mal friendly, Alter. Was hey, what's up, man? What's up? What's up?
What's wrong, Manny? There was someone who tried to knife you. Where is he? I don't know. I killed him. Where are you from? Nice one. Where are you from, buddy? London. Sorry? What? London. London. From London. Oh, that's nice. Oh, cool. Nice to meet you, man. I think you're still bleeding. Okay, cool. No, no, no. We are no killers. Well, actually we are, but we only kill the bad guys. Oh yeah, buddy. You are alone here, man? Yeah, I'm alone. Okay, cool. Okay. Wahrscheinlich cool, oder? Ja gut, mir ist es nichts anderes eingefallen, das ist ja cool. Achso. Ist auch ein bisschen komisch, wenn du irgendwie sagst so, oh ja, uncool. Warte mal, oh, das ist er wieder, oder? Oh. Was ist denn jetzt wieder los? Ich hab keine Ahnung. Der kommt einfach und fängt an zu knifen. Was ist mit dem los, Mann? Ich hab keine Ahnung. Wie kann man denn nur so ich ich muss mich mal verbinden. Kannst du mal kurz die Tür bewahren? Sobald er die aufmacht, kill ihn bitte. Ja. Wahrscheinlich keine Gnade. Fucking Bandits, man. Ich habe das Gefühl, dass sie hier immer wieder herkommt. Und dass das nicht das letzte Mal war, dass wir den gesehen haben. Aber moralisch erleichtert uns das natürlich die Entscheidung, ob wir ihn töten sollen oder nicht. Hast du dich verbunden? Du musst dir gerade einen Zombie abwehren, darum frage ich so blöd. Wahrscheinlich blöd. Wait. Can you talk now? Hello. Hello. Ah, yeah. Oh, nice. Jetzt geht's. Do you wanna come southeast airfield? See if we can get some military loot. Was war denn? Ich weiß nicht. We want to stay in town, try to find some people. Ja, es laggt ziemlich. Yeah, man. Okay. Pass auf, ich muss mal kurz den Mega-Move machen und an den Boden gehen. Okay, er sucht Winchester Rounds. Ja, na klar sucht er die. Ja, er schießt uns gleich so, ne? Oh nee, ey. Das kommt jetzt wieder an. Ich trau ihm noch nicht, ne? Ja, guck mal, er trinkt jetzt hier vor uns. Ja, ich trau. Ja, er ist alleine, was soll er denn machen? Ja, nee, stimmt, wir müssen vorsichtig sein. Wir haben alles schon erlebt, Bro. Wir haben alles schon erlebt. Ja, ich habe einiges erlebt. Alter, ist ja gut, mal guck ihn dir an. Oder es leckt. Oh, come on. Wahrscheinlich Standbilder. Ja, was ist denn los mit dem Server schon wieder? Nice, nice. Good job, buddy. Ein bisschen motivieren, weißt du, damit ihr ein bisschen weitermacht. Ich glaube, der wird uns scheuen, kann das sein? Ich glaube, er hat keine Alternativen. Ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube auch, ja. Aber weißt du was, Bro? Wir auch nicht. Stimmt, wir auch nicht. Wir sind angewiesen auf ein bisschen kleine Freunde. Denn alle wollen uns komischerweise ohne Grund an die Gurgel. Ja, warum haben wir irgendwas an uns oder so? Wirken wir irgendwie besonders provokant? Wirken wir besonders wie Opfer? Okay. Ich weiß. Schreibt doch mal in die Kommentare. Schreibt doch mal in die Kommentare. Würdet ihr uns auch angreifen ohne Grund oder nicht? Also, lass mal. Ja, vielleicht lockern wir hier die Stimmung einfach nochmal ein bisschen auf mit zum Beispiel einem Gag. Was hältst du davon? Was stimmt, ich hätte auch einen am Start. Nice, ich fange mal einfach an hier mit Doxy aus dem letzten Video. Wahrscheinlich aus dem letzten Video und nicht unter den Kommentaren. Wahrscheinlich unter den Kommentaren. Wahrscheinlich rede ich überhaupt gar nicht mehr heute Abend. Denn es ist mal wieder 10 Uhr und ich lese vielleicht einfach mal vor. Denn Bro, was passiert, wenn sich zwei Informatiker streiten? Weiß ich nicht. Oder? Nee, das macht gar keinen Sinn. Dann ist Streit vorprogrammiert. Weil dann streiten sie sich ja schon, verstehst du? Achso, ja, natürlich. Ich würde sagen, das muss irgendwie so lauten. Was passiert, wenn zwei Informatiker eine Meinungsverschiedenheit haben? Dann ist Streit vorprogrammiert. Na, und so finde ich, funktioniert der Gag eigentlich viel besser. Perfekt, trotzdem, Mann. Grüße gehen raus natürlich hier an Doxy für den Gag, sagen wir mal, weil ich ihn versaut habe. 10 von 10 Punkten, oder? Würde ich sagen, 10 von 10. Nice, perfekt. Bleib mal hier in der Nähe, nicht, dass die Zombies anlockt. Ich hätte auch einen, und zwar... Kommt ein Mann in einen Angelladen. Er sieht eine Angel und fragt den Verkäufer ganz erstaunt. Wieso lockst du jetzt die Zombies an? Ich lock die nicht an, ich töte die. Nur 10 Euro für die Angel. Wo ist der Haken? Antwortet. Wo ist der Haken? Antwortet der Verkäufer. Es gibt keinen Haken. So. Weißt du? Es gibt ja keinen Haken. Ach, das ist der Haken, weil die Angel so billig ist. Ja, natürlich. Wahrscheinlich verdrückt und er steckt die Waffe weg. Genau. Nice. Ich würde sagen, Grüße gehen raus an den Saftladen. Danke für diesen Gag und wer gegrüßt werden will, ihr wisst Bescheid, wie es geht. Einfach einen kurzen Gag reinballern. Wahrscheinlich daneben. Nice, Bro, da würde ich sagen, machen wir den kleinen Cut und der ist gar nichts. Und Zombie, Achtung, links. Naja, guck mal, wie langsam der ist, ey. Das ist freudig. Alter, Matrix.
Was ist das denn, ey? Server Performance vom Feinsten. Der hinter dir. Yo, hello. Richtige Zeitlupen geschickt. Hey, what's up? Hello. Ist derselbe, oder? Der gleiche. Hey, you're from London? Yeah. Okay, nice. Ah, welcome back. Achso, haben wir schon einen Cut gemacht eigentlich? Achso, nee, eigentlich nicht, oder? Da würde ich sagen, machen wir jetzt einen, denn gut, denn hier passiert eh alles nur in Zeitlupe. Dementsprechend. Ja. Warte, warte! Warte, auf. Wo ist? Nimmt nicht auf, Bro. Jetzt nice, auf, good Mann, job. Jetzt. Willkommen zurück zu DC19 und wahrscheinlich willkommen zurück hier. Für uns ist ein neuer Tag angebrochen, denn nach der letzten Aufnahme, Bro, haben wir, glaube ich, das Game nicht mehr ausgehalten. Nee. Wir haben es geschlossen, Alt-F4 gedrückt und einfach ins Bett gehüllt. Alt-F4 oder wie man es bei DC oft auch macht, Steuerung Alt und entfernen, sonst geht gar nichts. Und ja, wir haben jetzt mitbekommen auf diesem Server, auf dem wir sind, Omnicidal oder so heißt der, da gibt es so eine Military-Insel, ja, bei... Bei hier, wie heißt das? Hier, Kamishobo, Alter. Wahrscheinlich Kamishobo und ja, die gucken wir uns mal an. Ja, die gucken wir uns mal an und zeigen die euch, weil wir Bock drauf haben. Und da ist ein Player! Yo, hey, what's up, bro? Warum leckst du, Alter? Hey, where are you going? Body? Oh. Wollen wir dem kurz hinterher? Unser Content rennt weg. Ja, also das ist nicht okay. Weiß er, dass das nicht okay ist. Wieso kann er nicht reden? Oder hat er geredet? Weiß ich nicht, die bringen wir einfach zum Reden. Wir haben natürlich schon ganz andere zum Reden gebracht hier an der Stelle. Natürlich damals, zu damaligen Zeiten, zum Beispiel Friendly Daisy Leute gefesselt und gefoltert, bis sie geredet haben. Oh ja, vor allem hier in Elektro, ne? Oh, ich hab leider aus dem. Kannst du mal ins Double Red gehen? Gucken, ob er da drin ist. Ich glaube, der ist auch da rein, oder? Ich würde auch fast vermuten, ja. Und? Wie sieht's aus? Ne, ist nicht drin. Doch, hier war er doch gerade. Vom Double Red. Ja, da hinten ist er. Hey, Buddy. Boah, das ist ein bisschen. Also, ich will nicht sagen. Wo seid ihr jetzt? Na, hier beim Double Red immer noch. Hey, what's up? Can you talk? Ich glaube, der hat irgendeinen Zombies-Angst noch. Oh mein Gott, wie sollen wir die Zombies killen? Ich weiß es nicht. Wir können die Zombies nicht killen, das sind viel zu viele. Wir müssen warten, bis er sich irgendwie beruhigt hat. Bis er sich beruhigt, wie so ein Tier. Ja, guck doch mal, wie er ausrastet. Lass sie mal einspielen, die nerven mir übelst hart. Wollen wir ihn nicht einfach killen? Killen? Ich kill keine Unschuldigen. Yo, we can help you, man. But you have to talk, okay? Ich hab die usonische Krankheit nicht. Nee, ich auch nicht. Ich bin kein Usonier. Natürlich die usonische. Doch, es gibt natürlich auch viele andere Server, auf denen das Ganze nicht so friendly ist. Natürlich auch Trump's Wall. Und er schießt hier irgendwas. Ich brauch Hilfe, Bro. Warum? Was passiert? Ja, weil ich hart angehittet werde. Wo bist du denn? Du redest in-game, man. Renn, Digga. Wahrscheinlich Digga. Och, Alter. Achtung, ich will das. Oh, ich muss ins Haus. Alter. Ja, bewusstlos, geil. Okay, ich komme wieder zu mir. Ja, ich hab dich wiederbelebt. Nice. In allen deinen Lebenslagen. Auf jeden Fall. Achtung, der kommt rein, pass auf. Hey, Buddy, kannst du rein? Du kannst reinkommen, wenn du willst. Geht schlecht. Ja, da hat er natürlich recht. Aber lass erstmal die Zombies töten. Yo, hey, was geht? Yo. Wer bist du denn? Willst du dich erstmal verbinden? Jo, mach ich. Ja moin, wer bist du denn, du? Stehen die Zombies direkt hier vor der Tür? Nee, hier am Fenster. Ja, ich muss die BK kurz wieder aufsammeln. Wieso nimmt der Messer in die Hand? Okay, was geht's mit ihm? Ich weiß nicht. Hi Luzi, wer ist Lara? Yo, hi Lara. Was geht? Heißt du Lara in-game oder was? Also du kannst gerne auch mit uns sprechen. Achso, nee. Ich weiß nicht. Ich hab gar nicht geschrieben. Also. Achso. Ja, Grüße gehen raus an Lara an der Stelle. Kann aber schreiben. Grüße gehen raus an Lara an der Stelle. Schreib doch mal was. Achso, du bist nicht Lara. Okay, cool. Ja, du bist allein unterwegs, oder? Alles klar, perfekt. Ja, ich bin allein unterwegs, ja. Das ist natürlich traurig, okay, cool, aber jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich die Stimme. Denn du hast zwei Freunde hier am Start jetzt. Kennst du diese Militärinsel bei Kamishobo? Das Galisti Island, ja. Ja, genau. Willst du mitkommen? Ja, willst du mitkommen? Würde ich machen.
Echt? Cool, Mann. Brauchst cool. du vielleicht Munition? Ach, ich hab eine Headshot. Wow, was hast du? Ich glaube nicht, dass er jetzt noch mehr kommt. Ja, alles gut. Also ich habe wirklich viele sag Bescheid sonst. Ja gut, dann nehmen wir diesen Freund mit hier, würde ich sagen. Nehmen wir den Freund mit hier, dann lass mal los, oder? Gut. Und zwar gehen wir hier hinten raus. Können wir mal. In 3, 2, 1, Bro. Ja, geil. Würde ich sagen, hier rausrennen. Ja, ich muss leider jumpen, ich bin noch gelb. Achso, warst du schon mal da? Kennst du den Weg? Nee, ich war noch nicht da. Aber ich kenne so, die Map. Wow, Alter. Oh, scheiße. Kann nicht wahr sein, oder? Da kommt einer um die Ecke und schießt einfach direkt vor uns. Warte, ein Bastard, ne? Ich bin sofort wieder da. Ich komm jetzt unten rein. Passt, du bist alleine, ich komme jetzt auch rein. Alles gut. Okay, nice. Okay, komm ich irgendwie an meinen Stuff wieder? Da unten läuft er. Das ist er. Ja, ja, da. Oder stimmt. Oh, warte mal. Nee, das Ding ist zu breit. Oh mein Gott. Fenster, ich kann nicht drüber aimen, Alter. Kannst du mir irgendwas geben? Eine Pickaxe oder so? Ja, ich hab ein Messer, Weißt Messer du, das ist dieser. Besser. Ja, ja. Das ist dieser Messer. Wahrscheinlich ist das dieser Messer, dieser Server. Weißt du, wo der eine Typ uns auch so eine harte Messerkombo gegeben hat? Ja, stimmt, das ist recht. Lass mal runter und den rushen, oder? Okay, ich hab 5 Schuss noch, Mann, let's go. Frage ist, wo der hin ist, Mann. Unser Kollege lebt, glaube ich, noch im Double. Hier ist deine Leiche, Mann. Ja, erstmal saven alles, ne? Unser Kollege ist, glaube ich, im Double. Oh. Double Red. Im Double Red, okay. Hier, oh, hier ist er. Und auf dem grünen kleinen Haus. Geil. Von Usonia auf diesen Server. Man merkt gar keinen Unterschied. Ja, okay, komm, einer war friendly bisher, Mann. Alter, was gibt's zu lachen? Wieso lachst du jetzt? Weiß ich nicht. Das ist wieder der reinste Abfuck hier. Der reinste Abfuck. Er hat's endlich realisiert und lacht nicht mehr. Deshalb, Bro, würde ich sagen, hauen wir gleich einfach mal einen Hammer-Gag raus. Pass auf, den hast du safe noch nicht gehört. Da raus. Ja, pass auf. Gestern habe ich einen Joghurt fallen lassen. Er war nicht mehr haltbar. Ach so, ja, lol. Ja, ist schon alt, ne? Aber ist schon cool. Da würde ich sagen, hat man doch schon die ein oder andere Sekunde hier verschwendet seines Lebens mit diesem Gag. Grüße gehen raus an. Mit diesem Namen habe ich gerade 4 Sekunden deines Lebens verschwendet. Viele Grüße. Kennst du den noch? Das ist sein Name? Das ist sein Name. Mit diesem Namen habe ich gerade 4 Sekunden deines Lebens verschwendet. Alles klar, geil. Alles klar, perfekt. So, ich hätte auch einen natürlich von Gynix oder Ginix. Wahrscheinlich natürlich. Hashtag. Hashtag Gag. Warum kippt ein Baum um, wenn sich eine Blondine dagegen lehnt? Weiß ich nicht. Weil der Klügere gibt nach. Digga, ich würde jetzt hart klatschen, aber also, der Finger ist natürlich hier auf der W-Taste, dass wir möglichst schnell zur Insel kommen, um den Content hier zu produzieren und die Folge zu beenden, denn von Usonia direkt auf diesen Server war keine große Verbesserung. Doch, wir sind guter Dinge, oder auch nicht, dass wir einen besseren finden werden. Eigentlich nicht, nee. Eigentlich nicht, muss ich sagen. Sonst, wenn ihr einen sozialen Server kennt, sozial, ja, es geht hier wahrscheinlich nicht um Morden, es geht hier wirklich um soziale Kontakte, ohne Roleplay oder nichts. Ja, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Reden kann. Ich meine, dieser Luki, wie hieß er? Luki Pau? Luki Pau, irgendwie sowas. Grüße an der Stelle nochmal. War eigentlich ganz okay, ne? Der war der einzige bisher, der eigentlich voll okay. Sich da eher weniger. Und der andere Random da, der kein Mikro hatte, der war auch voll okay. Ich schreibe mal was in den Chat. Vielleicht können wir uns da im Chat ein bisschen Content besorgen. Ist das schon skalisiert? Nee, noch nicht, ne? Das müsste. Wir haben ja eine Karte, by the way, auf dem Server auch. Ja. Er ist noch ein Stück, ne? Wahrscheinlich habe ich Bock jetzt auf die Karte zu gucken, Bro. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle hier einen kleinen Cut und sehen uns wieder auf der geheimnisvollen Militärinsel. Wenn es ein kleines Update. 3-2-1. 3-2-1. Kleines Update vor uns ist ein Spieler. Wahrscheinlich kleines Update. Hello, man. Yo, hello, man. What's up? Yo, what's up? Hey, man. What's can you talk? Good, good. And you? Hey, no. Yeah, can you please stop, man? We just try to find people who are friendly. No, I don't want to stop. Why? We're friendly. You are not friendly. We are. Let me alone, please. I mean, can you help us, man? We're searching the military base. There should be an island nearby. What? You want the military base? Yeah. Yeah. It's not with me. Yeah. Can you show us the way, please? Oh. Okay. It's not like we want to kill you.
We need you. Why? Was ist los mit ihm, Alter? What? Why? Why do you want to go north? Why what? Why do you want to go north? That's what you said, right? I don't understand. Okay, where are you from? France. Sup, man. Oh, salut, ça va? Oh, bonjour. Ah, vous parlez un petit peu français? Non, mais... non. Nous sommes allemands, mais... Ah, vous êtes allemand. Nous pouvons parler français un petit peu. Ouais, vous cherchez du coup un moyen d'aller dans une base militaire, c'est ça? I have no idea what you just said. What? Ah, you want to go in the military base, okay? Yes. 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 Okay. Can you show us okay. the way? Go Staroy. Ah, okay. Go. If you want to go in the military base, go the north of Electro. Okay? No, we north want to go on the island. Ah, island? Don't know. Yeah, yeah. I don't know. Okay, man. Have a nice day, okay? Yeah, you too. Nice. Bye-bye. Au revoir. Bye. Alter, what the fuck war das denn jetzt, Alter? Das ist so irre. Du musst dir nur zeigen, dass du so ein bisschen Französisch kannst, ja? Und selbst schon ich, die an, ey. Grüße gehen raus hier an die Schule. Das ein oder andere Jahr ist es natürlich schon her, aber für Daisy reicht's. Und schon sind die nett zu dir. Guck mal, auf einmal ist er stehen geblieben sogar. Ja. Der ist sogar wieder ein bisschen Richtung Kamishobo gelaufen. Ich glaube, der wollte direkt die Nummer geben auch für WhatsApp. Der wollte direkt auch, falls jemand meine Nummer möchte, einfach mal in die Kommentare schreiben. Bei 1000 Likes gibt's ja... Oh, nee, lassen wir das lieber. Ja, wahrscheinlich WhatsApp, oder? Bei 1000 Likes. Ja. Ja, würde ich sagen, ab zur Insel, Mann. Nice. Ab zur Insel. Perfekt. Nice, perfekt hier. Cut, oder was? Ja, klar. We are friendly. Oh, thank you. Yo, who are you, buddy? What's up? They just killed me in the military. Where's the military? Can you show us the way? You mean the island? Military on the map. See map. What? Ob sie Maps sind? Ja, wir sind, aber wir wollen da zur Insel und nicht irgendwo anders hin. Ja, okay. Take off your gun, please. No. Buddy, you want to come with us on the island? No, I have my friend. Please, just leave me alone. Where are you from? Ah, okay. He's too far from away from here. Hey. All right. Yeah, doesn't matter. Okay. Goodbye. Goodbye, man. Thank you, buddy. Have a nice day. Bye, thank you. Bye, man. What? Er hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er Franzose sein könnte. Ja, es ist. Ich dachte vielleicht so, dass er jetzt seinen Kollegen sucht, dem wir gerade begegnet sind. Ah, das kann echt sein. Ah, das kann echt sein. Wahrscheinlich kann das sein, Bro. Wahrscheinlich kann das sein und es ist wahrscheinlich auch so. Und wahrscheinlich ist es auch so. Ich würde und da sagen, hinten ist eine fucking Brücke. Ich würde sagen, wir rennen zur Brücke und schalten dann wieder ein, wenn wir da sind, oder was? Nice, perfekt. Nice. Bam, würde ich sagen. Oh Gott. Ja. Nach einem Zeitsprung hier. Also, ja, wir sind angekommen, Leute. Hier sieht man schon mal die Brücke. Die Brücke, so ist es. Und ich glaube, das ist schon mit die coolste Brücke, die wir bisher gesehen haben, oder? Müssen wir untersuchen, aber ich glaube, es sieht schon geil aus. Auch hier mit Fahrspuren. Also man muss einfach sagen, es ist auch endlich mal eine Brücke, ne? Boah, das, was man sonst hatte, ist eher so die Kategorie Staudamm gewesen, den man tief unten am Meeresgrund, wahrscheinlich am Meeresgrund, im Meeresgrund vergraben hat. Mit dem Ozeanium zusammengefügt natürlich. Wahrscheinlich Ozeanium. Ozeanium. Ach, guck mal hier, du kommst da auf eine Insel und da links geht das noch weiter. Siehst du oh da shit, Brücke? Das ist verdammt groß. Und da oben ist so ein Leuchtturm. Okay, der Turm ist, glaube ich, siehst du den Turm? Nö, ich bin gerade im Inventar. Okay, cool. Ja, geil auf jeden Fall. Ziemlich groß. Alter, da ist ein Turm. Also. Ja, bin mal gespannt, wie es da drüben abgeht. Warte doch mal. Was machst du? Was machst du? Ne? Er trinkt hier erstmal natürlich genüsslich. Genau, nämlich schon rot wieder. Er ist schon wieder rot, das ist natürlich. Ja. Hast du noch, ich meine, du hattest gerade auch irgendwie Wassernot, oder? Mir geht's gut, ich habe Sprite getrunken. Nice, richtig schön. Softdrink erstmal. Um den Durst zu löschen, denn... Denn... Ja. Fällt dir nichts ein. Wir haben schon teure Anwälte, oder? Achso, ja, stimmt, das ist recht. Es gibt noch andere Produkte wie, also. Ein kleines Erfrischungsgetränk hier, um wieder fresh am Start zu sein hier. Man muss natürlich fresh am Start sein, denn der Content muss ja auch fresh werden. Jetzt komm, läuft da einer? Ja, ich dachte, uns folgt jemand, oder? Ja, da läuft einer. Ja, okay, er ist aber voll weit weg, ey. Lass nicht auf den warten. Doch, klar. Was? Komm, lass doch jetzt hier rein. Das ist vielleicht ein Bro. Ja, aber was ist... Oh, guck mal, wie viel... Oh, Bro, komm her, ey. Okay. Kann man gut looten, ich warte auf dich mal. Oh, das sieht aber echt sick aus. Oh, mit der Statue, ey.
Aber das sieht schon geil aus, Mann. Okay, also der hinten leckt auch ein bisschen rum. Hier unten schwimmt doch. Ah, ne, es ist die. Ich dachte, wahrscheinlich schwimmt da einer. Das ist die Sonne, Alter. Alles gut. So, ich würde sagen, wir machen mal die Tor. Nice hier. Die Tore hier auf Double und gucken time. Uns mal die Base hier an. Ist ja auch mal was Erfrischendes, mal was Neues zu sehen hier auf dem Channel bei uns, ne? Das ist ganz erfrischend hier, du. Die Gebäude haben wir noch nie gesehen vorher. Erstmal das M4 Mac und eine Fall gefunden. Loot ist aber gut. Das ist ein Fall? Ja, aber da ist nichts dran. Kein ich Mac. Ich hab Mac. Combat Zeit. Okay, also hier findet man auf jeden Fall Stuff. Ich bin sehr guter Dinge, Bro, dass wir hier doch die ein oder andere zugebrauchbare Waffe finden. Ich wollte eigentlich zugebrauchende Waffe sagen, aber irgendwie kam das doch auch ein bisschen komisch vor. VSD-Mac gefunden. Also ich bin oben, ne? Ja, okay, ich bin unten. Man muss natürlich auch erwähnen, es ist schon ziemlich spät und wir haben uns natürlich. Ja, merkst du was? Ich kann auch kein Deutsch mehr. Wie immer es ziemlich spät ist, werden wir. Ja, vielleicht sagen wir einfach gar nichts mehr. Am besten, ich sag auch gar nichts mehr einfach. Nice. Denn der Tag war lang, Leute. Und das Sprachzentrum dementsprechend natürlich nicht mehr so fresh am Start. Überhaupt nicht fresh am Start. Oben, ne? Ja, ich hab eine, ja. Und ich hab einen Mac dazu. Nice. Nice. Perfekt. Oh, ich hab eine Windows, Alter. Yes! Hier, Teasy-Gebäude, ist da was drin? Hatte ich schon lang nicht mehr. Du hast oben was gelootet? Ja, kann man sagen. Okay, dann komme ich wieder runter. Benutze ich ja nicht mehr. Pidiopeta. Alles klar. Chat geht auch gut ab. Chat geht auch ab, da kann man vielleicht mal direkt fragen. Wer war das denn? Wer bist du das? Hey, hello, hello. Watch out, man. Watch out, come in. Yo, hey, buddy, what's up? Wow, shit. Komm in, oh mein Gott. Lass hoch, Bro. Ich bin tot. Welches Getränk trinken Firmenchefs, Bro? Natürlich Leitungswasser. Kleiner Gag am Rande von Lara. Habe ich natürlich jetzt leider nie auf Hand, aber macht nichts. Hart am Bluten. Oh Gott, da kommen schon die ersten Steps. Nee, keine Chance. Ich hatte eine M4 oder so gehabt. Und ich sitze da mit meiner P1. Traurig.